So. Gürtel. Das mitnehmen. Und dann ab in die... Warte, ich scroll mal ran. Einfach möglichst schnell in den Wald, damit wir was sehen können. Oh, ich laufe ja ganz falsch. Das hier kann ich entfernen. Komme ich hier hoch? Komm schon, komm schon, komm schon. Jo, komme ich. Perfekt. Das fand ich auch ganz cool übrigens, habe ich gesehen bei Conan Exiles, dass du so an die Wand und dann drückst du Leertaste und dann kletterst du. Oh, das wäre richtig geil, wenn das hier auch ginge. Klettern. Voll nice. So, wie auch immer, wir jumpen hier mal rüber. Und ich laufe die ganze Zeit falsch, ne? Bisschen so. So, mir reicht's. Ich will hier weg. Lass mich aus dem Nebel raus. Komm schon. Oh, Gott sei Dank. Ah, freie Sicht. Naja, okay, hier ist auch ein bisschen neblig, aber es geht noch. Und hier regnet es natürlich. Das Spiel will einen doch permanent ärgern. Aber na gut, da gibt es Schlimmeres als Regen, ehrlich gesagt. Zum Beispiel hässliche Viecher. So wie ihn hier. Okay, die sind gar nicht so schlimm. Ja, dann laufe ich mal vor euch weg. In der Hoffnung, dass ihr mir nicht mehr auf den Sack geht. Und rüber. So, und hier müsste Küste sein. Perfekt. Ist natürlich auch super, dass wir dann beim Sturm direkt losfahren. Sehe ich doch schon wieder kommen, dass da Seeschlangen auf uns warten. Die Spawnrate von Seeschlangen erhöht sich, wenn es stürmt. Oder wenn es Nacht ist. Oder wenn man das Biom zwischen Ozean und zum Beispiel hier so am Rand oder so hin und her switcht. Auch dann erhöht sich immer die Wahrscheinlichkeit, dass etwas spawnt. Also, dass eine Seeschlange spawnt. So, verschiedenes. Langboot. Und dann glaube ich mal hier drauf. Und pack das mal hier so rein. So. Dann Welle, bitte lass mich wieder runter. Dann nehme ich die Workbench mit. Und auf geht's. So, M. Und ich würde sagen, wir fahren einfach mal so drauf los. In der Hoffnung, auf Mistlands zu treffen. Und ich wette, wir treffen auf eine Schlange. Ich habe auch gesehen, es gibt Schlangen mit Sternen. Kann aber auch sein, dass es eine Mod war. Habe ich bei einem anderen Spieler gesehen, also bei einem Let's Player gesehen. Weil, haben Seeschlangen auch Sterne, Alter? Das ist ja richtig crazy. Oh, der Sturm hört auf. Ja, die Sonne kommt raus. Perfekt. Alter, was ist das für ein riesen Ozean? Hä? Ach, hier. Hier ist ein Fitzelchen. Kann ich mal hier so hinschippern? Kein Plan. Ich fahre einfach mal. So. Und keine Seeschlange, ne? Nee. Nischt. Und selbst wenn, ich habe auch gar keine Harpune dabei. Ja, super. Weil wenn, dann soll man die ja an Land ziehen, ne? Damit man alles von denen bekommt. Ansonsten zum Beispiel das Fleisch oder so. Wie war das? Das Fleisch schwimmt zwar oben, aber zum Beispiel die Scales hier, diese Schuppen von ihm, die sinken auf dem Grund, ne? Bringt einem dann gar nichts. Hier ist Düsterwaldbiom. Das merkt man daran, dass es auch dunkler wird. Was war das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Ich fahre mal vorsichtig hier lang.
In der Hoffnung, dass da die hässliche Egel kommen. Da sind sie schon. Wo ich gerade von spreche. Oh, der hat sogar einen Stern. Ja, jetzt aber ganz schnell weg hier. Das ist nur Sumpf. Wir sollten allerdings immer in entsprechender Distanz bleiben, ne? Also ich glaube, die sind so in diesem Ring, also im äußeren Ring, ist jeweils immer das, die Wahrscheinlichkeit, dass Mistlands spawnen. Also du kannst doch nie zum Beispiel am Anfang direkt ein Mistland-Biom haben in deiner unmittelbaren Nähe. Du musst immer reisen. Gut möglich, dass es tatsächlich eine Insel gibt, dass du mit einer Startinsel alle Biome hast. Aber dann müsste die Startinsel wirklich zufällig so bis hierhin ragen oder so, ne? Und das wäre schon ein sehr seltener Zufall. Aber ist möglich. Ja, theoretisch. Sag mal, hier ist ja nichts als Ozean. Soll ich das mal markieren? Nee, oder? Passt schon. Weil ich wüsste nicht, was wir mit der Information anfangen sollen. Da hinten ist so ein Archipel, aber... keine Ahnung. Die Felsformationen sehen schon mistländig aus. Ich schippe mal hin. Nebel. Wenn das kein Zeichen für Mistlands ist, dann weiß ich auch nicht. Dann müssen wir allerdings aufpassen, dass wir nicht wieder den gleichen Fehler machen mit dem Schiff. Sondern dass wir uns eine Sandbank suchen, wo wir unser Schiff kaputt machen. Wobei ich natürlich wieder Angst habe, dass hier ein hässlicher Gyal kommt wie letztes Mal. Und wir dann richtig am Arsch sind. Erstmal Portal bauen eigentlich, ne? Drehe ich auch mal das Licht an. Hä? War da ein Felsen gerade? Oh oh. Ja, da. Oh oh. Sandbank, Vorsicht! Das war knapp. So, aber wir haben Mistlands gefunden. Das ist erfreulich. Dann schippe ich mal so langsam nach vorne. So. Ich hoffe, das sind hier nicht nur diese paar Felsen im Wasser. Aber da hinten sehe ich einen Baum. Ist das von dem großen Yggdrasil oder ist das von dem Mistland-Biom? Keine Ahnung. So. Keine Sorge, ich mache das Schiff hier nicht kaputt. Ich will hier nur an Land gehen und schon mal das Portal bauen, damit wir safe sind. Oh. Mann! Du Mistvieh, Alter, dass sie mich immer trotzdem treffen. Hier, Alter, ich bring dich um. Und noch ein Dip. Und noch ein. Und ein letzter. Auf Wiedersehen. So, hör mit deinem Stuff. Ja, hier ist ja... jetzt nicht so nice, ne? Sollen wir weiterfahren? Wollen wir hier hinten irgendwie? Weil so macht das ja keinen Sinn. Gut. Wir fahren ein Stück weiter. Also Rückwärtsgang. Weil dass das Segel sich da noch dreht. Wir rudern doch sowieso. Das ist nicht völlig unerheblich. Na gut. So, gedreht. So, nach vorne bitte. Hallo? Nach vorne bitte. Dankeschön. Dann drehen, damit wir wieder Wind haben. Und High Speed.
da. Da ist ein dicker Felsbrocken, auf dem wir gerade zusteuern. Haben wir aber noch nicht entdeckt. Oh, hier ist theoretisch auch Mistlands. Kann sein, dass hier ein großes Biom ist. Wenn hier schon ein paar Felsen rausragen. Hä? Ach, das war ein Fisch, ne? Das sah halt aus wie eine rote Flaschenpost. So. Da, dieses Land. Das könnte sein, dass es diese Insel hier ist. Ist es auch, ne? Nur was für ein Biom es ist. Mal schauen. Wir fahren erstmal los. Und wo auch immer wir anlanden, da werde ich dann erstmal das Reiseportal hinsetzen. Gut möglich, dass wir sogar noch weiter nach hier können. Ne? Hier unten hätten wir auch mal gucken können, aber... Hm. Wir fahren erstmal. Und selbstverständlich, wenn ich eine Seeschlange sehe. Aber sehe ich nicht. Wenn ich sie sehe, dann werden wir natürlich mitnehmen. Sieht aber ruhig aus. Dunkler Wald haben wir da. Das erkenne ich doch sofort an den Bäumen. Das bedeutet, wenn da der dunkle Wald ist, dann geht das hier bis da runter. Das heißt, ich fahre mal nach da. Weil hier ist ein Fitzelchen. Eventuell ist das hier ein bisschen größer. Mal gucken. Dieses Land, auf das wir jetzt zusteuern. So, und Highspeed. Na los, gib Gas. Gib Wind. Gib Knoten. Keine Ahnung, was sagt man denn bei einem Schiff? Gas geben macht ja keinen Sinn. Nein, da ist immer noch mehr Wald. Verdammt. Aber diese Felsformationen da sind verdächtig, ne? Die sehen verdächtig mistländig aus. Theoretisch können wir mit dem Schiff dafür an der... am Wald anlanden. Ja, das sind Mistlands, ne? Auf die wir gerade zusteuern. Das heißt, wir können da... Ist da sogar ein Fluss? Oder sowas? Da muss ich leider so fahren, ne? Na gut. Oh Mann. Aber gut. Hauptsache, wir kommen sicher an. Ach ja, ich kann ja gar nicht. Das hier muss ja benutzt werden, wenn ich rudere. Natürlich. Da kann ich nicht einfach die Segel weiterlaufen lassen. Automatisiertes Rudern. Ist natürlich auch geil. Sandbank? Irgendwo? Theoretisch da, wo diese Steine so rausragen, könnte man versuchen. Damit unser Schiff nicht verloren geht, ne? Ja, das sieht vielversprechend aus. Ah, wieder ein bisschen auf Reisen. Das ist eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Hab ja am Anfang gedacht, aber jetzt, wo wir unterwegs sind, freue ich mich. Macht doch Spaß. So, und dann nochmal eine Welle. Und nochmal ein Stück weiter vor. Geht das? Geht nicht. Ich gehe mal so. Weil hier ist es nicht sonderlich tief, ne? So. Dann nach vorn. Ach, hier ist ja kein Wind, da muss ich rudern. So. Und dann da irgendwie zwischen diese Steine. Halten die mich gerade auf? Sind die da gerade im Weg? Deswegen komme ich da nicht weiter.
Können die eigentlich auch ertrinken, wenn die keine Ausdauer mehr haben? Das wäre irgendwie nice. So, jetzt aber. Da rein. Genau da. So. Ich glaube, das geht, oder? Ich glaube, das passt so. Ich baue erstmal das Portal. So. Zack. Verschiedenes. Und zack. Nee, ne? Warum haben wir nur 10 Edelholz? Wieso haben wir nur 10 Edelholz? Das schnalle ich gerade nicht so ganz. Ah, ich glaube, ich weiß warum. Weil der gibt 40, das Portal gibt 20. Wir haben nur den 50er Stack mitgenommen und 10 bleiben über. Ja, und wir haben also einen 50er Stack gehabt, die 40 verbaut und das sind die 10, die noch über sind. Na gut, dann schmeiße ich mal halt. Erstmal lege ich den an, damit wir alles aufsammeln. Es ist gerade Nacht geworden, das passt perfekt. So, und hier hoffe ich jetzt, dass wir die Nägel aufnehmen. Das wäre schon nett. Oh, wir können gar nichts snacken. So, komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Gott sei Dank, wir haben alles aufgesammelt. Oh, Ausdauer. Na gut. So, alles aufgesammelt. Wir nehmen die Augen. Wir nehmen das. Ach, weißt du was? Wir nehmen alles auf. So. Dann baue ich das Portal hin. Reise. Und wir gehen hindurch. Oder haben wir irgendwas, das uns aufhält? Nö. Gut. Perfekt. Dann können wir auch den ganzen Stuff aufsammeln und einsortieren. Genauso wie das hier. Her damit. Gut. Alles in die Chests. Warte mal. Das, das und das. Das kommt alles gleich wieder in die Kiste. In die Schiffskiste. Hier haben wir Harz. Augen. Steine. Dann die Nahrungsmittel kommen wieder hier hin. So. Der Trank kommt dahin. Das wird einsortiert. Das wird einsortiert. Das machen wir wieder an. Den behalten wir. Das wird ebenfalls einsortiert. So, so, so und so. Trophies. Zack. Dann Chitin hier oben. So. Sucherfleisch. Und was war das noch? Ach ja, der Gürtel. Gürtel, den mache ich mal da rein. Ah ja, das hier haben wir auch noch. Das wird ebenfalls einsortiert. Da lag noch was. Kohle. Hä? Zu viel? Ach, weil wir den Gürtel nicht mehr tragen. Stimmt. Die Kohle schmeiße ich mal dahin. Dann nochmal alles einsortieren. Beeren. Nix. Aber Kräuters. Pilze. Fast voll. Monsterfleisch. Und ein Surtlingskern. So. Und dann bringe ich die Kohle nochmal nach unten. So. Und kann ich hier theoretisch auch nochmal reinwerfen. Ganz ehrlich. Da lasse ich mich nicht lumpen. So. Barren. Hinein. Ja, ja. Allmählich, ne? Und dann nehmen wir gleich wieder 20 raus. Co. Und hinein damit.
So und so. Sehr gut. Dann bringe ich die Sachen wieder in die Schiffskiste, wo sie hingehören. Und dann gehen wir pennen, wa? Moment. Ich schmeiß das mal hier rein. Edelholz. Das Holz, das und das. Und dann würde ich sagen, gehen wir schlafen. Ja. Wir können die, den ganzen Beet und so erstmal behalten. Ich würde nämlich tatsächlich auch fürs Erste... Huch. Oh, plus dieser Weg. Die Aufnahme beenden. Und beim nächsten Mal gehen wir dann sofort in die Mistlands. Wir haben nämlich genau alles auch schon vorbereitet, was wir dafür brauchen. Bis auf Feuermet. Ist aber, glaube ich, okay. Ich glaube, das passt schon. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Und ich bitte noch einmal zu abonnieren und euren Freunden zu erzählen. Das wäre sehr nett. Und Glocke aktivieren und so. Weil es kommen auch noch viele andere Projekte. Es steht auch demnächst etwas an. Da werdet ihr auch selbstverständlich drüber informiert. Das wird nochmal richtig, richtig geil. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.